Hallöchen, meine lieben Freunde, mein herzliches Willkommen zurück nach einer sehr, sehr, sehr langen Pause. Wieder zu einer neuen Folge Plague Inc. Revisited. Ja, wie komme ich auf einmal wieder zu Plague Inc.? Weil wir haben jetzt mehr wie uns generell eher mit Roasting-Videos, TDS etc. ein bisschen beschäftigt. Ich sag euch wie. Ich war einfach random wieder auf YouTube, hab gedacht, ach komm, schau ich mal mir ein paar alte Videos an. Ich so. Ja. Hab mir ein bisschen so die Videos von mir angeguckt, so über Plague und hab gedacht, naja, warum nicht? Ich würde sagen, heute spielen wir wieder einen von den speziellen Seuchentypen, uns wieder ein bisschen einzuspielen. Ich würde aber sagen, lass uns doch mal ein bisschen Spaß haben. Necroa-Virus, let's go. Also, ich würde sagen, mach mal. Oh, warte mal. Ach ja, wir haben ja noch die Cheats. Ja, mit den Cheats werden wir auf jeden Fall noch was machen, aber nicht heute. Also, wir haben eine Zombie-Seuche. Sag mal. Boah, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt wieder die große Frage, wie nehmen wir es? Meine Güte, ich wüsste jetzt gar nichts. Domain hat man schon. Boah, ich wüsste gerade echt nichts. Doch. Walks the Fox! Wir haben uns ja mehr schon mit ein bisschen mit Vox ein bisschen die Zeit vertrieben. Mit den ganzen Solo-Pizza-Party-Strats. Jetzt ist es Zeit, dass er auch mal alle anderen anstecken kann. Also jetzt muss ich mal schnell gucken. Machen wir das. Boah, ich hab schon so lange nicht mehr gespielt hier. Halleluja. Warte mal. Wasserbonus. Oh. Mal hier. Gespleiste. Was? Einfach so einen aktiven Fähigkeiten kosten weniger DNS. Dopaminhämmer erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zombie-Opfer zum Zombie wird. Kryopathischer Schub. Da sind wir tatsächlich als Zombies wieder auferstehen. Thermonekrose in heißen Ländern. Verwesungsgeschwindigkeit von Zombies leicht. Sagen das hier. Sagen wir hier. Okay, hier haben wir noch das. Mutationschance. Naja, ich würde sagen, aktiver mutieren. Ganz einfach. Wir sollten ja eigentlich eher uns darauf fokussieren, einfach aktiv alles mal ein bisschen infizieren und dann tot. Und dann Zombies. Fertig. Widerstandsfähigkeit. Yo. Let's go. Ich habe diesen Mode schon so lange nicht mehr gespielt, ohne Witz. Ach du Scheiße, das wird lustig. Kommt zu Plague Inc. Gruselige Musik. Let's go. Saudi-Arabien. Wir bleiben klassisch. Vox the Fox befällt Saudi-Arabien. Ach du Scheiße, das klingt jetzt so bescheuert. Warnung, Necroa-Virus identifiziert. Vox the Fox. Das ist so bescheuert. Vox the Fox ist ein Necroa-Virus. Ja, natürlich. Er ist ein Virus. Er verfügt über extrem regenerative Fähigkeiten und aggressiven Stoffwechselbedarf. Der Großteil seiner genetischen Struktur bleibt rätselhaft. Jo. Ich würde mal sagen, jetzt erstmal hier, ja. Übertragungen. Was haben wir hier? Zoonotische Verschiebung. Schwerzübergreifende Infektion ermöglicht. Erhöht zugegeben Forschungsgeschwindigkeit. Scheiße, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber nein, wir müssen erstmal auf etwas gehen. Auf etwas müssen wir jetzt mal gehen. Aber erstmal brauchen wir Punkte. Hallo? Übertragung. Warte mal. Ja, komm, machen wir das hier. Oh. Oh. Box the Fox wurde erfolgreich weiterentwickelt. Jo. Wenn wir fehlen, können wir ja nochmal neu starten. Millionen Vorbestellungen. Ja, Schnauze jetzt. 7 Punkte. 7 Punkte.
Walks the Fox beginnt sich auszubreiten. Man, diese Texte einfach. Ja, DNS-Blasen. Gib mir DNS-Punkte. Gib mir halt die Punkte dafür. Zack. 11 Punkte, Alter. 11 Punkte fürs Blut. That's quite much. Rätsel der Tokio-Olympiade. Was ist da so rätselhaft? Hm? Was soll da so rätselhaft dran sein, hä? Answer me that. Beantworte mir das. Das erhöht Schwere. Fledermaus. Boah. Insekt. Gerne Anstrengungsdauer, vor allem in heißen Klimazonen sowie Mutationschance. Vogel. Erstmal Blut. Erstmal das Blut. Was haben wir hier? Okay. Die Blende-Information. Ja. Box the Fox infiziert 100. Ich warte nur noch auf die erste Random-Mutation. Ich warte nur drauf. Ich warte nur drauf. Ich warte nur drauf. Oh, halt. Punkte. Ja, damit. Bitte, dankeschön. So, Luft. Sorrow-Billig-Energie entdeckt. Ja, wer es glaubt. Wo bleiben die Punkte bitte? Walks the Fox infiziert aus. Ach du Scheiße. Ich hab's vermisst. Ich hab's irgendwie schon vermisst. Habt ihr's auch vermisst? Ich hab's vermisst. Machen wir erstmal Luft. Was ist das hier eigentlich? Segmentiertes Genom. Spaltet sein Genom in kleinere Moleküle auf. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit lebensfähiger Mutation während der Übertragung. Was? Was? Gesundheit. Was heißt das? Habe ich noch nie gehört. Box the Fox erreicht Ägypten. Yes. Die erste Übertragung hat stattgefunden. Gehen wir gleich mal auf 14. Schlafstörung. Okay, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Vielleicht hätte ich es nicht machen sollen, ich Idiot. So, machen wir mal Luft. Weiter über die Luft. Wir müssen uns ausbreiten. So gut wir können. Box the Fox infiziert weitere Länder. Oh. So machen wir erstmal Arzneimittelresistenz. Und Kälteresistenz. So, und jetzt weiterhin auf die Übertragungen. Ich würde sogar sagen. Ich hätte jetzt echt gesagt erwartet, dass die jetzt schon anfangen. So. Dass sich da was ausbreitet, aber. Anscheinend. Ansteckend aus Tuberkulose, das ist gut. Oha. Ich würde mal sagen, was ist, geh mal auf Insekten. Geh mal Moskitos. Moskitos. Let's go. Vielleicht noch hier erhöhte Speichelproduktion. Oder? Warte mal. Nee. Wir bleiben erstmal auf Übertragungen. Ja, jetzt endlich mal. Ich habe schon drauf gewartet, ehrlich gesagt. Oh. Saudi-Arabien startet Arbeit an Heilmittel. Ja. Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun, hä? Pylohagie, zwanghafter Hunger führt zu unerwünschten mangelnde Hygiene erhöht Infektionsrisiko. Wir müssen auf das gehen. Mehr! Gastroenterit, Entzündung des Magen-Darm-Trakts führt zu häufigen Erbrechen, erhöht Infektionsrate enorm. Jawoll! Unruhig über Vox the Fox. Ich wäre auch beunruhigt über den Typen. So, was haben wir hier noch? Kannibalismus! Oh Gott! So mehr Autopagie. Was? Autopagie. Zwang, sich selbst zu beißen oder Teile des eigenen Körpers zu verzehren. Zumeist Finger oder Haut. Erhöht Infektionsrate. Was? Bitte? Ansteckendes HIV. Zack. Zack. Eieiei. Hilfe! Mach mal.
Was machen wir noch? Ist das Fäkalien und Erbrochenes? Warte mal. Ah! So kann man das doch noch. Sollen wir auf das hier gehen? Ist das hier? Fieber? Ja. Photophobie? Ja. Ist das? Delirium. Rückgang von Funktion führt zu Unvernunft und Paranoia. Kann tödlich sein und verlangsamt zukünftige Forschungsgeschwindigkeit enorm. Jo, auf das würde ich auch gehen. Jetzt fangen sie mal an zu forschen. Ich habe schon gedacht, wann kommt das? Wann fängt das mal an? So, zack, 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 zack. Wo haben wir noch was? Nichts mehr. Gut. Weiter im Text. Kannibalismus. Muhahaha. Oder Koma? Komisch, dass das Koma hier nicht tödlich ist, ehrlich gesagt. Kannibalismus. Synopathische Reanimation. Darauf gehen wir aber noch nicht. Psychose erstmal. Was haben wir hier noch? Akute Enzephalitis. Multiple entzündete Läsionen im Gehirn verursachen schwere neurologische Schäden, die zum Tod führen. Oha! Jetzt werden wir brutal. Erster Todesfall in China. Ja, ja. Ansteckend heißt die gewöhnliche Grippe. Ach du Scheiße! Es ist von selbst mutiert! Zombies! Der Aufstieg der Zombies! Der Text ist einfach, Vox the Fox lässt Tote wieder auferstehen. Let's go. Vox the Fox tötet rasant. Ja, ja, soll er auch. Soll er auch. Er soll hier sein. Das soll er auch. Heilmittel zu 25% vergetötet. Zombies ändern alles. In der Tat. Ich würde mal sagen, gehen wir noch weiterhin auf so. Was mache ich hier noch? Mach mal das Koma noch. Sollen alle in den Koma fallen, fertig. Fällt doch einfach alle in den Koma, ihr Idioten. Vox the Fox auf Beobachtungsliste gesetzt. Wäre mir egal. Mexiko bei Heilmittelforschung führend. Ist mir egal. I don't care. Bing, bing. Vox the Fox verwandelt infizierte Menschen in Zombies. Mehr Tote als die spanische Grippe. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung. Ja, 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 schnauze jetzt. Was ist? Fette. Wiederbelebung, ach so. Ach so. Meinst du, das ist. Kümmert mich nicht. Oh. Hordentrieb? Warte, was wollte man eigentlich. Ja, Vermesungsprozess können wir verringern. Einige Tote wieder, ja. Kopf unten reanimiert werden. Ja. Erstmal den Hordentrieb. Vielleicht weiterhin hier auf die Symptome oder so. Vielleicht noch hier einfach so alles Mögliche raushauen. Delirium. Wir müssen hier einfach weiterkommen. Heilmittel 75% fertiggestellt. Alter! Oh oh. Zekom-Projekt in Libyen gestartet. Ey, das ist aber nicht nett. Zombies vernichten Madagaskar. Warte. Halt. Halt, stopp. Halt. Halt. Erstmal hier. Ein paar noch wiederbeleben. Ne, warte. Das ist, glaube ich, wiederbeleben, oder? Was ist das? Wiederbeleben? Ja, okay. Ja, das war Wiederbelebung. Da sollen noch mal ein paar aufstehen. Die sollen dahin. Hordensymbol benutzen. Ja, ja. Die sind schon am Schießen, wie Wahnsinnige. Gehen wir noch auf das Nagetier. Oh, was ist das? Für zu Rattenangriffen auf Menschen. Schon, vor allem in urbanen Regionen. Rattenangriffe! Oh mein Gott. Yeah! Erhöht den. Ja, machen wir das. Dann machen wir das hier. Wir sollten eigentlich sicher sein, oder? Die Zombies erheben sich! Dann noch ein paar wiederbeleben.
Heilmittel gegen Vox the Fox fertiggestellt. Kümmert mich ja nicht. I don't care. Säure Reflux. Ja, machen wir das. Machen wir doch mal. Wo sind wir? Hier. Schick mal die hier mal in. Schick mal die mal nach Russland. Grönland werden wir dann zum Schluss vernichten. So. Hier noch. Was machen wir? Thermale Kalzifizierung. Ja, machen wir das. Ist das. Ja. Müssen wir das hier. Verbesserte Sinneswahrnehmung. Oh! Zack, komm, in Libyen vernichtet. Gut. Dann ist ja alles gut. Da können noch ein paar mehr Zombies aufstehen. Wo haben wir Tote noch? Da haben wir Zombies. Ja. Ja. Sollen durchschießen, kümmert mich eh nicht. So. Die Zombies sollen ja alles ruhig ausradieren, ist mir egal. Voll. So gefällt mir das. So, mal gucken, wie schnell sich das rausbreitet. Oh, halt. So. Diese Geräuschkulisse einfach. Und mal das hier. Temporallappen. Sieht jetzt. Alter! Alter Schwede! Alter, dieses Image. Dieses Bild einfach. Alter, wie der aussieht. Ach du Scheiße. Immerhin breitet es sich noch aus. Immerhin. Ich weiß nicht, ob sich diese ZECOM noch weiter wieder aufbauen kann. Ob sie irgendwo wieder aufsteht oder so. Ich wüsste es gerade echt nicht. Oh. Hier ist einer, ist da hingekommen. Warte. Verwesungsprozess muss verringert werden. Das müssen wir verringern. Schon? Ja, die Zombies erhöhen sich. Die Zombieanzahl erhöht sich. Das ist schön. Das war natürlich super. Das war natürlich jetzt gerade zu perfekt. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Katamarale Verschiebungssymptom. Was ist denn das? Was ist das? Ah. Es wird im Cortex verbessert Sehkraft bei starkem Sonnenlicht. Erhöht Schwere enorm. Oh. Das gefällt mir doch. So gefällt mir das. Wo haben wir noch viele, die leben? Oh. Ich glaube jetzt ändert sich das aber rasant, oder? Mal schnell schauen. Warte mal, Weltdaten, Ausbreitungsübersicht. Finnland, Norwegen, Grönland und Schweden leben noch. Also gehen nur noch dieser obere Teil hier von der Erde. Alter! Wie schnell sich diese Zombies einfach ausbreiten, das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ey, das ist Wahnsinn. Machen wir noch. Kein Plan. Hinterhältige Jagd. Machen wir das noch. Grönland wurde zerstört. Jawohl. So, mal schauen. Was ist jetzt noch übrig? Nur noch Schweden. Und Schweden ist auch gleich Geschichte. Und tot. Vox the Fox hat die Menschheit ausgelöscht. Jawohl. Nice. Nice, sehr, sehr nice. Nice. Mit Vox
Vox the Fox, infizierte Zombies haben die letzten menschlichen Überlebenden aufgespürt und verschlungen. Die Zombies werden verwesen und bald wird die ganze Erde leer sein. Jawohl! Gewonnen! Vox the Fox und die Zombies haben die Menschheit verschlungen. Nichts ist übrig. Jawohl! Nice! Geil. Das ist natürlich schon geil. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie den so schnell gewinnen. Auf jeden Fall. So, neue Eisabilos. Oh. Warte mal. Ja. Irgendwie so einen anderen Scheiß. Egal, kümmert mich nicht. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs heutige dabei sein. Falls euch diese neue Folge Plague Inc. gefallen hat, gerne, könnt ihr gerne unten in den Kommentar schreiben, ob wir wieder mit Plague Inc. Revisited anfangen sollen oder es wieder aufnehmen sollen, das Projekt, oder ob ihr findet, nee, so die Folge hat es noch gepasst. Einfach, ich freue mich auf eure Kommentare und auf jeden Fall sieht man sich in dem nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.